Die Feuerwehrjugend der Freiwilligen Feuerwehr Rannersdorf verbrachte einen erlebnisreichen 24-Stunden-Tag mit ihren Betreuern. Zwei Einsätze wurden in dieser Zeit begleitet und am Ende bekam die Jugend für ihren Einsatz eine wohlverdiente Auszeichnung. Heute gibt es hier einen Tag im Zeichen der Feuerwehrjugend. Was steht denn auf dem Programm? Grundsätzlich war es der 24-Stunden-Tag. Das heißt, die Jugendlichen sind gestern sozusagen in der Früh eingerückt, haben dann eine Besichtigung gehabt bei der Berufsfeuerwehr in Wien, beim Ausbildungszentrum. Wo es auch für uns Betreuer selbst und Aktive auch sehr interessant war, wenn man hier wirklich die komplette Ausbildung von so einem Feuerwehrmann in Wien sehen hat können und das ganze Aufklärung. Sind dann wieder zurückgekommen nach Schwechat, haben hier diverseste Übungen hier im Feuerwehrhaus, am Gelände draußen gehabt, um auch diese Echtfälle, diese Einsätze dementsprechend zu erproben. Haben dann gegen 16 Uhr einen Einsatz gehabt bei uns in Rannersdorf bei der Firma Rohrmetall, die was uns immer in diesem Sinne unterstützt, wo wir dann auf einem Firmengelände Übungen abhalten können. Haben wir einen Übungsannahme, wo ein Flurbrand, das heißt, die Jungs haben müssen halt Zubringleitung, den ganzen Löschvorgang halt machen. Danach wurde bei uns unten im Keller wurde in der Übungsstrecke geübt mit Nebel, Vernebelung, also wie das ist bei einem Zimmerbrand, wo man eigentlich nichts sieht, mit der Löschleitung nachziehen, die Verständigung untereinander, hat auch eine Herausforderung gehabt für die Burschen. Und ja, haben dann die Nacht hier verbracht, auch mit einem Einsatz natürlich. Leider ist dann gegen 0.30 Uhr noch einmal eine Alarmierung gewesen, wo eigentlich die meisten schon geschlafen haben. Aber es ist so bei einem Feuerwehrmann, wenn er schlafen, dann ist was, dann muss man wiederum ausrücken. Es war sehr cool, aber auch anstrengend in der Nacht aufzustehen und dann schnell aufs Auto laufen und ja. Und heute haben sie vormittags für uns hierher gerichtet und lassen sozusagen den Tag ausgingen, haben jetzt noch Beförderungen und Ehrungen gehabt. Ja, und so endet sozusagen der 24-Stunden-Tag. Ist man jetzt auch ein bisschen stolz, wenn man diesen 24-Stunden-Tag hinter sich hat? Eigentlich schon. Ich freue mich jetzt eher schon auf mein Bett und ja. Es war wirklich alles dabei. Einsätze waren auch dabei. Es war sehr schön. Am Abend tun mir dann eine die Füße sehr weh. Blasen waren da bei vielen. Dann hat der eine am Abend Nasenbluten gehabt, den anderen hat es im Bett umgehauen. Also es war wirklich, es war sehr schön, ja. Was macht denn die Feuerwehrjugend in Rannersdorf aus? Zum Ersten bin ich mal sehr, sehr stolz, dass wir eine derartige Jugendfeuerwehr hier auch haben. In Niederösterreich gibt es in etwa 5600 Feuerwehrjugendliche. Das ist gut, das ist wichtig, vor allem diese Freiwilligkeit dementsprechend auch zu fördern, schon im jungen Alter, sie heranzuführen, dementsprechend zu motivieren, auch den Spaß aber doch im Vordergrund zu haben. Und die beiden Herren hier, die Jugendfeuerwehr leiten, machen das mit so viel Engagement, mit so viel Motivation, mit so viel Herzblut und das freut mich ungemein. Ich habe als kleines Kind schon damals, habe ich bei jeder Feuerwehreinsatz, wenn ich was gesehen habe oder irgendeine Feuerwehr, habe ich gleich mit der Mama geredet und alles, mit zwei, drei schon. Es war wirklich, vor allem, ich habe damals schon gewusst, boah, also Feuerwehr, das gefällt mir. Dann bin ich mit 10 Jahren, bin ich dann hergekommen. Der Jugendbetreuer hat gleich einmal gesehen, ja, mir gefällt sowas. Ja, mein Vater und alle sind auch bei der Feuerwehr und deswegen, und ich finde einfach, Feuerwehr ist einfach das Beste. Warum ist es denn das Beste? Was macht das aus? Ja, einfach Menschen zu retten und zu helfen ist, ja. Was macht denn aus Ihrer Sicht die Feuerwehrjugend hier in Rannersdorf aus? Was macht das so das Besondere? Ich würde mal sagen, die Kameradschaft untereinander. Ja, das Team, das Miteinanderarbeiten. Wir sind jetzt dann in der Vorbereitung schon fürs Landesjugendlager für die Bewerbe. Das heißt, da muss man dann zusammenhalten in der Gruppe, in den Gruppenbewerb, wo jeder sich auf den anderen verlassen muss, so wie es auch beim Einsatz ist, wo der eine auf den anderen sich verlassen muss. Ja, das Ganze drumherum halt. Die Wertschätzung, losgelöst vom Alter, sollte jedem zugutekommen, der Besonderes leistet, der Wichtiges tut. Und insofern finde ich es absolut korrekt, dementsprechend auch in einem schönen Rahmen die Ehrungen zu übergeben.